Hallo Frau Morris. Guten Tag Frau Stark. Sie studieren jetzt im 7. Semester, sind also kurz vor Studienabschluss. Sie erinnern sich sicher noch, wie es damals war, als Sie sich für diesen Studiengang an unsere Hochschule entschieden haben. Ja, ich war damals gerade mit dem Abitur fertig, habe das mit dem Schwerpunkt Psychologie und Pädagogik absolviert, hatte dementsprechend schon erste Berührungspunkte mit den beiden Disziplinen, die ja an die Kindheitspädagogik anknüpfen, und habe mich auch für die Alterskohorte der 0- bis 10-Jährigen interessiert und mich dementsprechend hier an der Hochschule für den Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik eingeschrieben. Das heißt, Sie hatten schon gewisse fachliche Voraussetzungen, andere sind sogar schon staatlich anerkannte Erzieher oder Erzieherinnen. Diese Gruppe kann sich bis zu 2 Semester anrechnen lassen und damit das Studium verkürzen. Andere kommen aber auch ohne jegliche fachliche Vorkenntnisse oder haben was ganz anderes vorher gemacht. Das ist alles möglich, denn unser Curriculum ist ganz systematisch aufgebaut, sodass das alle abholt. Ja, was noch bei unserem Curriculum wichtig ist, wir haben 2 Studienschwerpunkte und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, Bildung und Erziehung von Kindern und die Arbeit mit ihren Familien, aber eben auch den Bereich, den Sie ja gerade im Hauptstudium jetzt vor allem studieren, Leitung, Qualitätsmanagement und ja, diese Arbeit in Institutionen für Kinder und Familien. Ja, unser Studiengang ist sehr vielfältig. Welche Arbeits- und Handlungsfelder sehen Sie denn für mich nach dem Bachelorstudiengang? Ja, dementsprechend arbeiten die meisten anschließend in Kindertageseinrichtungen. Das zeigt auch eine Studie, die ich dazu mache. Aber es gehen viele auch in andere Bereiche, vor allem im Lauf der Zeit dann, in den Schulkindbereich, in die Familienbildung, in die Frühförderung oder in die Arbeit auf Ämtern und bei Trägern. Also es gibt eine ganz breite Palette, was man mit dem Studium nachher machen kann. Ja, ich persönlich interessiere mich ja für die Forschung und für die Lehre und hatte jetzt ja auch schon die Möglichkeit, als studentische Hilfskraft in 2 Forschungsprojekten hier mitzuarbeiten, wo wir auch weitere didaktische Materialien für die Bildungswerkstatt hier entwickelt haben, wo es ja hauptsächlich um die nachhaltige Bildung, nachhaltige Entwicklung und Mediatisierung und Medienbildung geht. Ja, das ist ein Bereich, den wir hier im Studium ganz stark fokussieren, diese Arbeit in der Bildungswerkstatt mit didaktischen Materialien, wie zum Beispiel diesem Leuchttisch oder wo Studierende dann auch im 3. Semester eigene Medien für Kinder entwerfen, gerne in Verbindung mit der Erprobung von Tablets für Kindern. Aber wir haben in jedem Semester mindestens ein Modul, wo es irgendeine Form von Praxisbezug gibt oder von forschendem Lernen mit Kindern und Familien. Und wir haben das praktische Studiensemester in der Mitte des Studiums, also ein komplettes Semester über 100 Tage in einer der Einrichtungen. Ja, so wie ich weiß, wollen Sie ein Masterstudium anschließen? Genau, hier gibt es ja die 3 passgenauen Masterstudiengänge für mich. Das heißt, ich kann entweder berufsbegleitend den Masterstudiengang Sozialwirtschaft hier studieren, soziale Arbeit oder natürlich die angewandte sozialpädagogische Bildungsforschung. Ja, das eröffnet dann nochmal neue Berufsperspektiven oder weitere Felder. Da wünsche ich Ihnen viel Gelingen und jetzt einen guten Abschluss Ihres letzten Studiensemesters. Vielen Dank, Frau Morris. Vielen Dank, Frau Stark.